Morgen ist wieder euer Schlaubi-Bär. Heute mit einem anderen Thema. Ich habe hier unser Feld-Teamrad auf dem Ständer und gerade immer wieder so einen kleinen Snakebite gehabt. Schnauze voll. Jetzt kommt Tubeless. Also, hier ist unser Feld-Teamrad. Das Hinterrad habe ich schon fertig. Ist noch Luft drauf, schon mal gut. Vorne habe ich ausgebaut. Das habe ich jetzt erstmal hier positioniert. Jetzt wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Dann machen wir erstmal natürlich die Luft raus, weil diese hat ja keinen Plattenwert. So, jetzt fangen wir einfach damit an, dass wir überall den Mantel von der Felge runterdrücken, ein Stückchen. Und wenn wir das gemacht haben, ziehen wir mich hier mit dem Daumen den Reifen ein bisschen hoch und rundherum drücken wir ihn nochmal ins Tiefbett rein, damit wir mehr Platz zum Arbeiten haben. Wenn wir soweit sind, kann man meistens hier den Reifen über die Felge drüber heben mit den Fingern. Braucht man also gar keine Montierhebel für. So, und jetzt macht man in den kleinen Schritten hier über die Felge. Und schwuppsdiwupps ist er runter. Andere Seite auch. Fertig. Das alte Felgenband muss natürlich runter, weil das nicht dicht ist. Nächster Schritt. Felge kommt kurz auf den Zentrierständer, um sie einmal hier innen nochmal sauber zu machen. Das geht am besten mit so einem Haushaltstuch. Einmal rundherum trocken und sauber wischen. Das hat sich auch gelohnt ein bisschen. Hier sieht man ein bisschen feucht, ein bisschen Dreck dran. Da würde das Klebeband, was ja die Felge dicht machen soll, eventuell nicht richtig kleben. Nächster Schritt. Von unserem Sponsor Schwalbe das High Pressure Tubeless Felgenband drauf. Ich fange da immer beim Ventilloch an, damit sich das dann nachher, wenn ich hier rüber klebe, nochmal überlappt. Dadurch habe ich ein bisschen mehr Stabilität. So, jetzt ziehe ich das schön stramm hier rein, wische das gleich mit dem Finger nochmal ein bisschen nach. Immer schön stramm rein. Nochmal nachdrücken. Und immer so geht es dann Schritt für Schritt einmal um die Felge rum. So, am Schluss kommen wir dann hier nochmal zu der Überlappung. Hier machen wir mal ein Stück drüber. Schön stramm reinziehen. Und dann einmal mit der Schere abschneiden. Das war's erstmal. So, jetzt gehe ich noch einmal rum praktisch hier, dass das Klebeband auch überall schön klebt, damit auch keine Luft entweichen kann. Hier steht es nochmal: Tubeless Easy. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Jetzt suchen wir nach der Laufrichtung. Hier auf den meisten Reifen steht das irgendwo drauf. Hier steht Rotation. In die Richtung soll der Reifen drehen. So, kommt wieder was Neues dazu. Easy Fit. Das ist jetzt hier eine Montageflüssigkeit, die man hier an der Seite nochmal auf den Reifen drauf machen kann, damit der einmal nachher schön auf die Felge flutscht und zum anderen, damit er dann auch richtig dicht ist. So, jetzt müssen wir hier nochmal suchen, wo das Loch ist. Ah, da ist das Loch. Dann nehmen wir jetzt einfach mal das Messerchen. Pieken
pieken da schön ein Loch rein ins Felgenband. Da muss nämlich das neue Tubeless-Ventil rein. So, das wird hier einfach durchgesteckt. Dann kommt ein Distanzring drauf und zum Abschluss die Motter. Die Motter wird schön festgezogen, damit es anschließend dicht ist. Nächster Arbeitsschritt, das Ventil nehmen wir zum ersten Befüllen und zum Aufpumpen mit dem Druck erstmal raus. Beim EasyFit einschmieren natürlich die andere Seite nicht vergessen. So, zum Befüllen nehmen wir natürlich den Tire Booster von Schwalbe, das ist ja klar. Der wird erstmal hier oben befüllt mit einer normalen Standpumpe. In diesem Fall puste ich den mit 8 Bar auf. So, jetzt wird erstmal bis 8 Bar aufgepumpt. So, 8 Bar. So, jetzt schauen wir mal, ob der Reifen auf die Felge hopst. Dazu wird dann dieses Ventil einfach aufgemacht. Und wie man sieht, hat es wunderbar funktioniert. Als nächster Schritt, Ventil wieder zu. Schrauben wir das Ventil wieder ab. Dann kommt die Flüssigkeit rein, Doc Blue. Und dann das Ventil und dann sind wir theoretisch schon fast fertig. Dazu nehmen wir einfach eine neue Flasche Doc Blue, schütteln die vorher gut durch. Nehmen wir eine ortsübliche Einwegspritze aus der Apotheke und ziehen uns 30 ml daraus. So, wenn wir 30 ml drin haben in der Spritze, setzen wir die einfach aufs Ventil und drücken den Inhalt da rein. Fertig. So, jetzt den Tire Booster wieder aufpumpen auf 8 Bar. Und dann Feuer frei. So, jetzt ist er im Grunde genommen fertig. Also die Milch ist drin, müssen wir nur noch das Ventil einschrauben. So, fertig. Ventil zu. Und zum Abschluss muss man noch, wie beim Goldgraben, den Reifen so ein bisschen rumschwenken, damit sich die Milch gut verteilen kann, falls da doch noch irgendwo ein winziges Löchlein drin ist. Das mache ich mal 10-mal auf einer Seite und 10-mal auf der anderen Seite. So, Laufräder sind drin. Ich habe ein bisschen mehr Luft drauf gemacht, habe jetzt 5 Bar drauf, damit er sich ein bisschen schön setzen kann, der Reifen. Und hinten vorne tipptopp. Jetzt machen wir das einfach so, ich lasse ihn hier über Nacht hängen
Und ja, wenn das morgen früh mit dem Druck immer noch so ist, dann würde ich sagen, haben wir gewonnen. Hier nochmal die Stars des Tages. Der Schwalbe Tire Booster, der Schwalbe X1, Tubeless Easy und ich natürlich. Bis zum nächsten Mal, euer Schlaubi-Bär vom Pirate Cyclocross Team.